Nicht alles, was Sie in diesem Video sehen und hören werden, wird für Sie gut, schön oder willkommen sein. Aber schauen wir rein. Ja, smarte Bankkunden, wie sieht Ihr persönliches Girokonto der Zukunft aus? Das ist Thema des heutigen Videoclips. Und in den letzten 3 Jahren hat es so viele Änderungen gegeben bei Girokonten in Deutschland wie in den 15 Jahren davor nicht. Und eins wage ich hier zu prophezeien für Sie, die Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren noch beschleunigen. Werfen wir heute einen Blick in die Zukunft und gleichzeitig für Sie, nicht alles, was Sie in diesem Video sehen und hören werden, wird für Sie gut, schön oder willkommen sein. Aber was macht's? Schauen wir rein. Sie sehen hier neben mir der Begleitartikel. Wie sieht es mit Ihnen aus? Das klären wir noch im Laufe des Videos. Hier kommt das Video eingebunden, was für Sie gerade aufgenommen wird. Das Lagebild. Da klicken Sie bitte jetzt oben in den Artikel rein. Das lese ich Ihnen jetzt nicht im Detail vor. Sie sehen aber schon an den Bildern, um was es hier um die künftigen großen Namen und um die es auch geht. Hier auch rausgehoben diese Ein-Klick-Finanzierung. Ja, wenn Sie jetzt beispielsweise bei diesen Anbietern hier auf der Webseite unterwegs sind und mit einem Klick denn das, was Sie dort an Werbung sehen, kaufen, bestellen und gleichzeitig finanziert können, weil diese Anbieter über Sie wesentlich mehr wissen als die Schufa heute schon. Okay, also da gehen Sie bitte in den Artikel rein. Gehen wir aber zu den guten und zu den schlechten Nachrichten in diesem Video. Also es wird natürlich Veränderungen geben. Einige werden Sie positiv auffassen, einige werden Sie negativ auffassen. Für Sie im Angebot hier eine Tabelle. Fangen wir natürlich mit dem Negativen an. Wir werden erleben in den nächsten Jahren einen Rückbau des Kundenservice, weil Gehalt, Mitarbeiter und die Technik, die da eine Rolle spielt, teurer ist. Also die Technik an sich ist jetzt nicht so teuer, sondern am teuersten natürlich Mitarbeiter, die müssen auf Schulung gehen, sind krank, dann haben sie noch das ganze Sozialdienstleistung und sonst ist, die brauchen natürlich mehr Technik, ja, sie brauchen halt einen Arbeitsplatz und alles und wir sehen es ja auch schon, ja, Abschaffung des telefonischen Kundenservice bei dem einen Anbieter, den ich hier in der Tabelle genannt habe, ja, für große Massen von Kunden. Wir werden eine positive Veränderung sehen, also beziehungsweise ob sie jetzt so positiv nicht, aber die Lösung liegt da halt darin, natürlich mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, was wir heute ja schon sehen, sind ja Chatbots bei einigen Banken. Ne? Sie schreiben, was wir schon sehen, sind ja auch in der E-Mail. Ne? Nicht immer, wenn Sie eine E-Mail erhalten, sind Sie hinterher glücklich mit der Antwort. Also Sie schreiben eine Frage an den Kundenservice, kriegen eine E-Mail zurück und stellen sich die Frage, hat der Mitarbeiter überhaupt diese E-Mail gelesen oder nur wild Textbausteine reingeklopft? Ne? Das ist noch die künstliche, also teilweise gibt es Mitarbeiter, die das tun, aber wir haben einige Banken auch diese künstliche Intelligenz, die damit schon arbeitet, aber sie wird Monat für Monat besser. Das Ganze ist natürlich dann auch mit Chatbots, wenn Sie schreiben über die Chatfunktion und kriegen halt nicht Stunden später, sondern schon gleich sofort Antworten. Ja, da zieht auch immer mehr künstliche Intelligenz rein und diese künstliche Intelligenz, die ist ja für die Bank 24 Stunden rund um die Uhr, ja, 7 Tage die Woche verfügbar. Das haben Sie bei den guten Banken, die wir Ihnen ja auch in dem YouTube-Kanal bei uns auf dem Spezialportal vorstellen, auch. Aber Sie haben da häufig halt mit Mitarbeitern zu tun. Und da zahlen sie natürlich auch Sonntagszuschläge und Nachtzuschläge. Also sie nicht, aber die Bank, ja. Und das wird künftig weniger. Gerade auch bei Kontenmodellen, wenn wir sie immer kostenlos haben wollen. Wir werden natürlich einen Ausweg sehen. Natürlich bei einigen Banken, die dann Premium-Konditionen anbieten. Das heißt, sie zahlen künftig noch mehr Gebühren dafür, dass sie dann halt auch menschlichen Kundenservice haben. Beziehungsweise, was ich auch immer mehr sehe oder in der Zukunft sehen werden, was wir in der Zukunft sehen werden, ist aufgrund der Bonität. Ja? Dass sie entweder so eine gute Bonität haben, dass sie ein interessanter Kunde sind, oder dass sie so einen guten Umsatz machen, dass sie ein sehr interessanter Kunde sind. Wir haben das hier auch mit der Comdirect First. Wenn Sie jetzt hier im Begleitartikel raufklicken, kommen Sie zu den Sonntagsartikeln von letzter Woche, ja, wo ich Ihnen 3 Geheimnisse der Comdirect vorgestellt habe. Und eins davon ist natürlich diese First-Kundenbetreuung. Ja? Das ist natürlich absolut in Deutschland das Top of the Top. Und wie man da hinkommt, finden Sie natürlich auch in diesem Artikel. Wenn Sie dieses Video von letzter Woche verpasst haben oder den Artikel, gehen Sie hier einfach rein. Ich hänge Ihnen das noch einmal oben rein oder Sie kriegen einfach den Link aus unserem Begleitartikel. Bonitätsabhängige Kosten.
War schon immer so, es ist heute so und es wird künftig auch so sein, dass Banken natürlich Kunden haben, die mehr kosten, als sie bringen. Ja? Künftig ist es aber so, dass man mehr auf den einzelnen Kunden gucken kann. Hey, welcher Kunde ist denn das? Ja, das versucht man natürlich heute schon und es gelingt auch einigen Banken ganz gut. Das ist das, was wir auch bei den Girokonten als Ablehnungsquote kennen. Ja, Banken analysieren natürlich auch ihre Kunden und wollen steuern halt, welches Zielpublikum hätte ich gern als Bank als Kunde und welches halt nicht. Und das ist wird mehr halt auch kommen, ne? Das heißt nicht, dass man, wenn man jetzt dort ist, kein Konto bekommt. Man muss dann tatsächlich eher zu Anbietern nehmen, die beispielsweise aufgrund der Kontoführungsgebühr Geld verdienen und da ist die Bonität dann nicht mehr ganz so wichtig, weil die Bank verdient ja sowieso ihr Geld. Aber die Banken, wie wir auch bei uns auf dem Spezialportal haben, die ein kostenfreies Konto haben, also keine Kontoführungsgebühren, aber noch richtig gute Dienstleistungen drauf haben, wie ein oder zwei Karten, kein Auslandseinsatzangeld, Telefonsatz und so weiter, die schauen natürlich immer mehr darauf, oder schauen nicht immer mehr. Meine Vermutung, mein Ausblick ist, dass halt immer mehr geguckt wird, welcher Kunde trägt was positiv bei. Und welche nicht, weil wir wagen ja heute in dem Video einen Blick in die Zukunft. Ja? Die eine gute Bonität haben oder auch finanziell halt stark sind, werden halt mehr bevorzugt dann halt auch Dienstleistungen angeboten bekommen oder nutzen können. Ja? Und andere müssen halt dafür bezahlen. Im Kreditbereich ist das schon Gang und Gäbe. Also ich glaube mittlerweile über die Hälfte der Anbieter von Finanzierung von Ratenkrediten hat ja bonitätsabhängige Zinssätze im Programm. Das heißt, haben sie eine gute Bonität, zahlen sie weniger Zins, eine schlechte Bonität, zahlen sie mehr Zins. Genau. Die Lösung außerdem liegt natürlich darin, die eigene Bonität aufzubauen. Dazu auch am Ende des Videos noch ein Lösungsvorschlag. Kommen wir zum Thema Bargeld und Zahlung. Was sich künftig auf uns zukommt, auch wenn keine Bank damit anfangen möchte, sind oder andersrum angefangen. Also was wir haben werden, werden Abhebegebühren und zwar nicht auf Seiten der Banken, ne, sondern immer mehr auf Seiten der Automatenbetreiber, dass die Automatenbetreiber Gebühren halt einführen. Das ist ja in einigen Ländern wie USA, Thailand, Mexiko, Kanada, Paraguay, Vietnam. Also die Liste wird ja sowieso schon länger, dass wir das auch in Europa sehen werden. Wir werden es auch in Deutschland sehen, dass Automatenbetreiber sagen, wenn ich dir Bargeld rausgebe, dann zahlst du mir an den Automaten halt die Gebühr. Bisher verdient auch der Automat Geld. Er kriegt das halt von der Girokonto- oder kartenführenden Bank. Ja? Das ist im Schnitt in Deutschland so bei 1,75 €. Das Szenario, was ich mir so in die Richtung so sehe, ist, einmal diese Gebühren, vielleicht liegt es anfangs auch nur bei 1%, ja, vom Abhebebetrag. Wenn Sie 100 € abheben, haben Sie dann halt 1% sozusagen Gebühr drauf. Aber dass es gleichzeitig auch eine Obergrenze gibt für Bargeldauszahlung. Ja. Aktuell können Sie an einem Automaten in Deutschland noch 2000 Euro abholen. Die meisten sind auf 1000 Euro. Es gibt einen nur 500. Und dann haben wir die Limits aber auch der Anbieter. Wir haben zum Beispiel bei der DKB Visa Card 1000 Euro, die wir aus dem Automat ziehen können. Bei der Comdirect Visa Card sind es 600 Euro, die man über die Visa Card rausziehen kann. Und bei Barclaycard sind es 500 Euro. Ja? Bei Santander sind es 300 Euro pro Tag. Wir werden sehen, dass das immer mehr runterkommen wird. Also es wird eine Rückführung sozusagen geben. Bargeld wird eine kleinere Rolle spielen. Wir werden deswegen auf der anderen Seite auch Vereinfachungen im Zahlungsverkehr haben. Das haben wir ja gesetzlicherseits gesehen, schon vor einigen Jahren, dass die Gebühren für bargeldlose Zahlungen erheblich zusammengestrichen worden sind, was dann in der Folge gebracht hat, dass wir viel mehr mit Karte zahlen können. Ja, Sie werden sich noch an die Zeit erinnern, wo Sie weder bei Aldi noch bei McDonald's mit Karte zahlen konnten. Heute können Sie das wunderbar. Das liegt daran an den Gebühren. Ja, die sind halt gesunken. Wir werden sehen, dass die Karte nicht mehr erforderlich, also wir werden diese noch weiterhin haben, aber bei einigen wird die Karte auch abgelöst werden durch zum Beispiel Bezahlen mit dem Smartphone, wie wir es jetzt auch von Google Pay und Apple Pay kennen. Auch wenn es hier auch teilweise noch Anfangsschwierigkeiten gibt, dass noch nicht jeder das halt erkennt und gerade auch die Schwierigkeiten beim Personal an der Kasse. Ja? Da haben wir meistens die größeren Schwierigkeiten aktuell noch, aber man wird sich daran gewöhnen. Die Informationen, wie die Zahlung laufen soll, werden wir aber auch in Schmuck zum Beispiel reinbekommen können, ja? Dass man einfach jetzt hier im Finger das hat oder an der Uhr.
Es kann auch sein, dass es in die Kleidung mit reingeht. Das kann aber auch sein, dass wir es am oder im Körper tragen. Ja, es ist ja von der Technik gar kein Problem. Es ist nur die Frage, ob wir in den menschlichen Körper eingreifen wollen oder nicht. Aber das kann in der Zukunft gut sein, dass zum Beispiel auch eine ID, ja, zur Person, eine Person-ID oder eine Zahlungs-ID im oder am Körper getragen wird. Ob, ja. So viel auch hier im Artikel. Ne? Einige von uns werden inständig hoffen, dass es nicht dazu kommt und dass vielleicht die bewährten Zahlungsmethoden noch lange, lange Bestand haben werden. Und ich sehe Deutschland nicht in der absoluten Bargeldabschaffung, das muss man auch sagen, jedenfalls nicht auf der Sicht der nächsten 5 Jahre, sondern ich sehe es in der Zurückdrängung. Ja? Es wird halt noch geben. Wir haben natürlich Länder wie Schweden, die schon weit voraus sind. Ich bin froh, dass wir das nicht haben, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich liebe es, dass wir als Bankkunden auswählen können, ja, dass wir eine Wahl haben. Möchten wir mit Bargeld zahlen? Möchten wir mit Karte zahlen? Möchten wir mit dieser oder jener Karte zahlen? Auch vielleicht sogar die Wahl haben. Ja. Wer bei mir hier auf die Seite raufgeht und weiß, wo ich mein eigenes Portemonnaie abgebildet habe, ne, Sie sehen, welche Bankkarten ich in meinem Portemonnaie trage und so. Sie werden sogar noch einen Scheck da drin sehen. Das ist ein Notfallscheck. Das wird natürlich heute wenig akzeptiert, aber es gibt noch Stellen, wo es halt geht. Okay, also das war jetzt die guten und die schlechten Nachrichten hier für Sie mal zusammengefasst. Da können Sie gerne mit der Kommentarfunktion entweder hier bei YouTube oder unten am Ende unseres Blogartikels, das wäre dann hier unten, gerne Ihre Meinung mich wissen lassen. Ich bin schon gespannt, was Sie für aus, wie Sie das sehen, weil wir haben bei uns im Kanal und auf dem Blog natürlich sehr, sehr smarte Banken, die sich auch mit der Zukunft beschäftigen, von Banken, die gerne auch neue Konten ausprobieren und die auch eine eigene Meinung haben. Und freue ich mich drauf. Punkt 3 in diesem Video. Auf was dürfen Sie sich in den nächsten Jahren einstellen? Da habe ich 3 Punkte für Sie rausgesucht. Einmal mehr Kontensystem. In der Zukunft wird es noch wichtiger, noch interessanter auch sein, ja, von den Konditionen, aber auch überhaupt von den Dienstleistungen, die man nutzen kann, nicht mehr ein klassisches Girokonto zu haben, sondern mit mehreren Konten zu arbeiten, auch für verschiedene Zwecke, auch ja, für Sparzwecke, auch wenn es jetzt Girokonten auf den Markt kommen, die halt es integriert haben. Ja, es gibt ein Konto, wo man eine ganze Handvoll IBANs erzeugen kann für unterschiedliche Zwecke. Ja. Aber wir werden tatsächlich mit mehr Banken auch zusammenarbeiten, gerade auch für die Leute, die Vermögen aufbauen wollen und Bonität aufbauen. Da reicht einfach eine Bank auch nicht aus. Wir werden zweitens um strategische Anpassungen nicht drumherum kommen. Ja. Wer hätte gedacht, dass nach einer ganzen Dekade, ja, Dieselförderung in Deutschland, der Diesel wurde in Deutschland sowas von gefördert, wir haben die absolute Spitzentechnologie beim Automobilbau, in den Bau von Dieselmotoren, dass das dann auf einmal zu einem No-Go wird. Ja. Dieselfahrzeuge kann man zum, will kaum noch einer kaufen, ja, werden vielleicht noch geleast, man kriegt sie auch schwer fort, ja. Also sind, so wird es auch in der Banking-Welt sein. Ja. Es wird Dinge passieren, die auf einmal, da hätte man nie gedacht, sich auf einmal drehen. Ja? Das heißt, wir werden strategische Anpassungen vornehmen. Und Punkt 3, für Sie ist es recht spannend, da sind Sie schon auf dem richtigen Weg. Professionelle Informations- und Servicequelle. Sie als Stammleser, wenn Sie jetzt das erste Mal hier lesen und hier draufklicken, sehen Sie auch mehr, was als auch als Stammleser noch mehr möglich ist bei uns. Klicken Sie einfach rein, dass Sie sich so eine Informationsquelle. Das muss nicht jeden Sonntag sein, wie wir halt senden, ja. Vielleicht kann das für Sie auch sein, dass Sie sagen, okay, ich gucke da immer mal rein, wenn ich was ändern möchte, oder ich schaue da einmal im Monat rein. Ne? Aber jeden Sonntag bieten wir Ihnen an, ein neues Video und ein neuer Artikel, damit Sie da auf dem Laufenden bleiben. Dazu haben wir dieses Spezialportal. Was ich Ihnen damit sagen möchte, ist, Sie sind hier richtig. Okay, Punkt 4. Auf welche Bank sollten Sie setzen, wenn Sie nicht ständig wechseln wollen? Okay. Also wir haben natürlich Leute, denen ist es eine große Freude, mal neue Konten auszuprobieren. Aber es gibt auch welche, die sagen, komm, ich will ein gutes Konto haben und nicht ständig wechseln, weil es hat ja immer so einen Aufwand. Diese Frage ist höchst individuell. Denn so viel wie es verschiedene Automarken gibt, gibt es natürlich auch Bankmarken. Das muss man verstehen, dass Banken auch für unterschiedliche Sachen halt da sind. Da können wir über die Kommentarfunktion gerne sprechen. Und ich habe Ihnen aber für die Banken, die wie hier, gerade die 2 DKB und Comdirect, die super, super führend sind, auch im Girokontobereich, meine Punkte, Vorteile und Herausforderungen der Bank aufgeschrieben im Detail. Da wäre es jetzt, wenn Sie jetzt schon Kunde sind bei beiden Banken vielleicht, oder wenn Sie mit dem Gedanken spielen, der Kunde zu werden, für Sie eine gute Idee, einfach zu wechseln in unseren Begleitartikel und sich das im Detail anzuschauen. Ich habe auch was zu Banken geschrieben,
die wir jetzt nicht so stark beobachten oder beobachten, aber nicht darüber sprechen. Das sind natürlich ehemals deutsche Banken, die ins Ausland verkauft worden sind. Ja. Namen dazu finden Sie auch hier bei uns im Begleitartikel. Auf die würde ich weniger stark setzen. Ist ganz einfach. Die wurden ja natürlich vom ausländischen Eigner, also gekauft, aus dem Sinn, dass die natürlich Geld verdienen sollen und das Geld dann ins Ausland halt auch abgezogen wird. Sie werden auch eine Innovationskraft haben, aber nicht so eine große wie natürlich die Player, die hier zu Hause sind. Ja? Also da ist auch tendenziell mit Konditionsverschlechterung zu rechnen. Und das leite ich übrigens aus der Vergangenheit ab, weil das haben wir schon oft genug gesehen, dass deutsche Banken ins Ausland verkauft worden sind und die Konditionen sich anschließend so Stück für Stück gradierlich halt verschlechtert haben. Klar, weil die Bank wurde ja gekauft, damit sie ein Asset ist, Geld zu verdienen, halt für den Käufer. Das ist nicht nur bei Banken so, das ist auch bei vielen anderen Unternehmen. Wir haben auch eine ganze Reihe von sehr guten deutschen Unternehmen, auch Mittelständler, die ins Ausland verkauft worden sind. Und dann Stück für Stück, bei einigen kann ich sagen, weil ich habe Freunde in dieser Branche, die arbeiten, die ausgeschlachtet worden sind. Ja. Gut, die deutschen Großbanken sehe ich auch so. Privatkundengeschäft ist da wenig ertragsreich, ja, viel Bürokratie, weniger Innovationskraft. Die Volks- und Raiffeisenbank und Sparkassen, ja, da habe ich ja, es immer, es ist, also es gibt auch da Licht und Dunkelheit, wie bei jeder Bank, aber man sieht doch auch überwiegend diese Selbstgefälligkeit, Ausblendung von Realität, da wird teilweise der Wandel überhaupt gar nicht, so gibt es gar nicht, ja. Meine Kunden, die kommen immer zu mir am Schalter und das kommen die auch noch in den nächsten 20 Jahren. Ja klar, wenn der erst 55 ist, dann kommt er noch in den nächsten 20 Jahren. Gut, ja, muss man aufpassen. Nehmen Sie es mir nicht so übel, ja, mit meiner Berliner Schnauze schießt man manchmal auch übers Ziel hinaus. Also auch die Banken wird es nach wie vor immer geben. Sie sind auch wichtig. Es gibt Kunden, die brauchen das, aber die Sparkassen und die Volks- und Raiffeisenbanken sind kleiner. Sie werden kleiner werden. Es vergeht da jetzt ja keinen Tag in Deutschland, wo nicht eine Filiale geschlossen wird. Sie schrumpfen schon seit 15 Jahren. Sie werden auch in den nächsten 15 Jahren noch schrumpfen. Sie hatten ja früher einen Marktanteil zusammen von über 50%. Ich glaube sogar noch bei der Neuheitsentwicklung von über 70%. Ja, das ist natürlich schon sehr zusammengeschrumpft, aber da ist noch mehr Potenzial zum Schrumpfen. Startups, deutsche wie ausländische, kann man jetzt in dem Sinn so ein bisschen noch in einen Topf werfen. Sehr hohe, sehr, sehr hohe Innovationskraft treiben bestehende Banken halt voran, wollen Bestehendes zerstören. Nicht immer, aber auch häufig, um Neues, um Besseres zu schaffen. Ja, da ist ja viel Ideales auch dabei. Ja, sehr hoher Nutzen, oft auch für die Kunden. Ja, teilweise mit viel geringeren Kosten auch. Also Hut ab auch. Gleichzeitig aber auch für uns Kunden Risiko. Ja. Also wir haben auch schon Startups kommen und gehen sehen. Ja. Viele Startups verschwinden wieder am Markt. Das ist bei Banken oder also bei Startups, die Bankdienstleistungen anbieten, nicht anders wie auch bei anderen Startups. Ja. Und wir haben auch schon gesehen, das wollen wir auch in der Zukunft sehen, dass sich Konditionen auch wieder verschlechtern, weil auch Startups, ja, wenn sie aktuell so gute Konditionen haben, weil sie Geld verbrennen, jeden Tag richtig viel Geld und immer wieder neue Investorengelder nachgeschossen, das muss man sich so vorstellen, es wird ein Unternehmen gegründet, kriegt Investorengelder, verbrennt es, also in der Fachsprache heißt es verbrennen, also es gibt halt mehr Geld aus, als es verdient, dann wird wieder eine neue Runde gemacht, wieder neue Investorengelder angesetzt, dass es weiterlebt, so wie die aktuelle Zinspolitik ist und so viel Geld auf der Welt vorhanden ist, ist es gar kein Problem, es wird sich für die Finanzierungsrunden immer wieder neues Geld finden. Wir sehen es auch, ein Startup ist halt eine Versicherungsgesellschaft eingestiegen und dann hat es nicht lange gedauert, dann gibt es halt auch zum Konto ein Versicherungspaket. Da wurde eine zusätzliche Gebühr eingefangen, so hat man halt Kunden. Ne? In der Richtung, also auch diese müssen profitabel halt werden, um längerfristig am Markt zu bestehen. Kann man immer mal ausprobieren, aber ich selber setze nicht und ich werde da mein Hauptgirokonto drauf. Das muss man auch ganz, ganz klar so sehen. Es ist zum Ausprobieren, es ist gut, dass sie bestehenden etablierten Banken so ein bisschen in den Allerwertesten treten. Okay. So, meine Lieben, hatten wir vorher schon gehabt. Was denken Sie über die Entwicklung? Lassen Sie mich, aber auch die anderen smarten Bankkunden da Anteilnahme haben. Nutzen Sie die Kommentierungsfunktion. Hier hatte ich schon angedeutet, Bonus-Bonitätsaufbau. Da
haben wir ein Programm, das ist dieses Aufsteigertraining, das läuft schon eine ganze Weile. Da sind Leute drin, die schon erhebliche Fortschritte gemacht haben. Wir haben natürlich schon Leute drin, die vorher schon sehr gut waren, die das Programm noch besser geworden sind. Wir haben ganz Anfänger dabei, die noch mit einer Bonität, die, sagen wir mal, aus Banksicht fragwürdig ist, gestartet haben, die jetzt aber dazugelernt haben, nicht mehr solche Fehler machen wie früher, wo die Bonität auch aufgibt. Das ist das Aufsteigertraining. Gehen Sie einfach hier rein und klicken dann ja, auf diesen Link, dann öffnet sich natürlich eine neue Seite, kriegen Sie mehr Informationen, mehr Input dazu. So, wir sind fast am Ende. Für die Leute, die jetzt noch bei den Banken sind, wo ich gerade zuletzt drüber geredet habe, bei den alten Dinosauriern, und sich überlegen wollen, naja, vielleicht tue ich mir schon noch ein Girokonto zulegen, ein zusätzliches, und vielleicht noch nicht direkt bei einem Startup, sondern bei einer etablierten Bank, die aber stark auf die Zukunft setzt, habe ich Ihnen zwei Vorschläge hier gemacht. Und zwar einmal ein Girokonto mit den besten Konditionen, mit Abstand, auch schon lange mit diesen besten Konditionen, und hier ein Girokonto mit dem besten Service. Wenn Sie jetzt neugierig sind, wie diese Unterteilung ist, was sich dahinter verbirgt, wechseln Sie doch einfach auf unser Spezialportal, gehen Sie in den Artikel rein, klicken Sie auf die gelben Buttons. Was hier drunter sind, sind natürlich unsere häufig kommentierten Artikel. Wenn Ihnen das anspricht, dann klicken Sie auch rauf, kommen Sie auf eine neue Seite. Wir haben über 1000, eine vierstellige Zahl, schon deutlich über 1000 Artikel, mit Ihrer Hilfe auch hier bei deutscheskonto.org für uns smarte Bankkunden fertig. Gut, wenn Ihnen das gefallen hat, haben wir immer noch die Möglichkeit, hier zu bewerten. Das wissen Sie, die 5 Sterne, dies mag ich ganz besonders. Hier unten ist die Kommentierungsfunktion, da finden Sie nochmal die zwei gelben Button. Und zum Abschluss, wie immer, sage ich Ihnen kurz, warum ich angetreten bin. Ich bin dazu da, Ihnen jeden Sonntag Sie daran zu erinnern, zu inspirieren, dass Geld in Ihrem Leben eine positive Kraft sein kann. Am besten ist sie es auch. Und das hat natürlich auch was mit Umsetzen zu tun. Umsetzen ist ja nicht nur Geld als Information oder als Idee oder als Geldschein, dieses Stück Papier, sondern Umsetzen ist auch halt mit Mitteln, mit technischen Mitteln. Und da haben wir Bankkarten, Bankkonten, und welche da besonders geeignet sind, die stellen wir Ihnen immer wieder mit ganz konkreten Anleitungen hier auf dem Kanal, unserem Artikel vor. Und Fragen dazu gerne auch Beantwortung, entweder durch mich persönlich, durch das Team und durch die vielen smarten Bankkunden. Vielen Dank, dass Sie als Zuschauer und teilweise auch als Akteur ein Teil unserer smarten Bankkunden-Community sind. Wir sehen uns dann wieder, entweder im Begleitartikel, wenn Sie gleich rüberklicken, oder nächsten Sonntag in einem neuen Video. Bis dann, mein Name ist Gregor Janicke.